Pudding Berlin Küchenbasics. Heute gibt es eine extra scharfe Chili-Soße. Und zwar aus Chilischoten, Knoblauchzehen, Salz, einer unbehandelten Zitrone und Olivenöl oder auch Rapsöl oder ein anderes Öl. Im Chilischoten wird erstmal der Strunk entfernt. Wir nehmen wirklich die komplette Chilischote auch hier mit dem Kern und mit dem Fruchtfleisch. Das ist das, was dem Ganzen richtig Wumms gibt. Das ist das, was es richtig scharf macht. Der Knoblauch wird aufgebrochen, so lässt er sich leichter schälen. Öl. Salz. Zitronenabrieb. Gläser Chilisauce habt, dann gebe ich die in den Tiefkühler, da halten sie sich auf jeden Fall. Bis bald, ciao.